Hallo und willkommen zu einem Video über die Kingslayer-Akten in der Provinz Montreux aus der Open Beta von Ghost Recon Wildlands. Viel Spaß! Bereit machen! Ungerade links, gerade rechts! Konzentriert euch, verdammt! Karl Buckhardt, ehemals Sergeant, 3. Bataillon, 75. Ranger Regiment, geborener Killer. Zeigt, was ihr könnt, ihr Schwuchteln! Macht mich geil! Los, los, los! Ab 15 war Karl ständig im Jugendknast. Die Akten sind geschlossen, aber das Muster ist bekannt. Mit 18 stellte ihn ein Richter vor die Wahl: in den Bau oder in die Army. Buckhardt blühte in der Army auf. Nach Absolvieren der Ranger School ging er 2003 mit dem 3. Bataillon in den Irak. Er hatte seinen Platz gefunden und wollte Karriere in der Army machen. Und dann fuhr seine Patrouille 05 in Ramadi auf eine Mine. Buckhardt fand sich im Zivilleben nicht zurecht, hatte nie lange einen Job und geriet wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er zählte überall, wie die Army ihn fertig gemacht hätte. Schließlich verbrachte er immer mehr Zeit in Juarez. Gott weiß, was Buckhardt da unten suchte. Aber schließlich begegnete er El Muro, dem Sicherheitschef von Santa Blanca. Bei einem Bier, vielleicht auch einer Line, erzählt Buckhardt aus seiner Army-Zeit. El Muro ist beeindruckt. Er erkennt Talent, wenn er es sieht. Er bietet Buckhardt den Job an, die Armee des Kartells in der Provinz Montreux auszubilden. El Muro will sie zur besten Truppe dieser Art in ganz Südamerika machen. Und Buckhardt ist genau der Mann, den er dafür gesucht hat. Ein Mann, der Gefechtsübungen abhalten und zeigen kann, wie man einen G36 in 2 Minuten auseinandernimmt. Ein Mann, der aus Narcos Elite-Soldaten macht. Sueño und den Anführern des Santa Blanca-Kartells als Sicario bedingungslos zu dienen. Ich handle ohne Zögern oder Furcht. Ich töte ohne Gnade oder Reue. Ich hüte die Geheimnisse des Kartells bis zum letzten Atemzug. Nach diesem Motto wirst du für den Rest deiner Tage leben. Falls nicht, wird dich Santa Muerte richten. Erste Ausbildungsrunde schlossen 48 von 200 Sicarios erfolgreich ab. Neben einfachem physischem und mentalem Training erhielten sie eine Schusswaffen-, Nahkampf-, Erste-Hilfe- und Infanterieausbildung. Seit ihrem Abschluss haben die Sicarios insgesamt 401 Tötungen durchgeführt. Darunter 47 Polizisten, 30 Soldaten und 11 hochrangige Ziele wie Richter, Geschäftsleute und Politiker. 8 Sicarios wurden getötet und 12 verletzt. 2 der Toten wurden von ihren Kameraden getötet, um ihre Gefangennahme zu verhindern, wie sie es gelernt haben. Außerdem haben die Sicarios jeden zugeteilten Einsatz erfüllt, unabhängig vom Ziel. 8 Polizeioffiziere wurden nahe La Paz erschossen. Der Sohn eines Zuhälters entführt und in Sucre getötet. Kein Zögern, keine Gnade. Die Ausbildung läuft wie geplant. Ende des Berichts. Letzten Monat haben wir 200 Rekruten nach Montreux geschickt. Dein Buckhardt hat 40 zurückgeschickt. Und jetzt sagst du, 30 wurden bei der Ausbildung verletzt oder getötet. Was geht da vor? Buckhardt schont sie nicht. Er bildet sie so aus, wie er sie kämpfen sehen will. Also echte Munition, echte Granaten, Nahkampf mit echten Messern. Fehler passieren. Einige sind fatal. Was nützt uns das? Wir brauchen Soldaten, El Muro, keine Krüppel und Leichen. Und du wirst sie bekommen, Jefe. Buckhardt nimmt die besten dieser 200 Rekruten und macht aus ihnen Elite-Soldaten, die härter und besser ausgebildet sind als alle anderen in Bolivien. Es gibt nichts, was sie aufhalten kann. Nichts, El Muro. Nicht einmal Geister. Was? Was soll das bedeuten? Schon gut. Schick mir 50 dieser Elite-Sicarios, sobald sie soweit sind. Ich habe Verwendung für sie. Ich bitte nicht um eine Armee, Kommandante Buckhardt. Nur um ein paar deiner besten Leute, um für die Sicherheit meiner Familie zu sorgen. Ich treffe keine Abkommen, Bokita. Wende dich an El Muro. Ich will auf keinen Fall mit El Muro reden.
Alles, was ich Ihnen sage, geht direkt an den Schwenio. Verstehst du das? Das endet nicht gut für mich. Klingt, als hättest du Dreck am Stecken. Nichts, womit ich nicht klarkäme. Ich kann nur keine Geschäfte machen, wenn ich mich jede Minute umsehen muss. Verstanden? Ich muss meine Tochter schützen. Du willst permanente Sicherheit für deine Familie. Das sind 10 bis 12 Männer. Und was springt da für mich raus? Du schickst deine Besten. Ich schicke mein Bestes. El mejor polvo, hermano. Das haut dir das Hirn raus. Gut. Du schickst mir eine Probe. Und wenn sie hält, was du versprichst, arrangiere ich eine Feldübung für einige meiner Männer. Klar? Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, um euch mein Video anzusehen, und falls ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen.